Hallöchen, ich bin TrueMG und ich bin heute hier, um euch zu unterhalten, ob mir das glückt ist, immer abhängig von den äußeren Umständen. Hurra! Hier, Nocturne Rebirth, hier, das spielen wir weiter, ein Spiel von einem Schuh. Ihr fragt einfach nicht, ja, der Entwickler heißt Schuh. Und hier bekämpfen wir wieder einmal Menschen und sprengen Felsen. Hier, in diesem Dungeon. Ein Zodiac Crest, mal sehen, ob das hier ein Secret ist. Das ist ein Vollheilkristall. Also wenn sie nicht leuchten, dann tun sie vollheilen. Danach tun sie leuchten, weil... damit man sie besser mit den anderen Kristallen verwechselt. Das ergibt sehr viel Sinn. Gut. Ja, immer die gleichen Gegner. Wir könnten jetzt wahrscheinlich bald zum Boss rennen. Wir sind ja auf bestem Wege. A sorcery that greatly raises HP. Ja, gut, das ist in der Tat gut. Doch ob wir den schaffen? Wahrscheinlich nicht. Wir sind im Vergleich zu dem Boss, der kommen wird, wahrscheinlich noch total unterlevelt. So wie ich die Bosse hier in dem Spiel kenne. Feuerrad. Zumal, wir kennen ja noch nicht mal das Element von ihm oder irgendwelche anderen speziellen Fähigkeiten, die er aufweisen wird. Wir müssen den uns wahrscheinlich erstmal ansehen, bevor wir Entscheidungen treffen können. Nun ja, wie halt in der Realität. Man kann ja nicht raten, wie etwas sein wird. Wenn man noch keinerlei Ahnung hat, wie es sein könnte. Spirit's Feather. Wir haben die Sirene bekommen. Oder wie auch immer man die nennen möchte. Hier, Spirit's Feather. Geil, 10 out of 10. Blut. Nee, Moment. Was kann die überhaupt? Sollte ich sie erstmal beschwören? Nee, wenn ich sie dann wieder entschwöre, dann müssen wir erstmal zu einem Kristall rennen. Darauf habe ich keine Lust. Also, wir haben gesehen, sie ist eine Magierin. Ihre magischen Fähigkeiten, die Punkte hier, die sehen auch sehr magisch aus. Also, ich würde mal sagen, wir geben jetzt mal Breath. Vielleicht auch Purgatory Flames. Um halt auf alles vorbereitet zu sein. Und vielleicht noch, Windblades vielleicht. Kleiner Windzauber könnte auch nicht schaden. Ihre HP sehen auch sehr gut aus. Und sie hat Level 17. Damit ist sie das Monster in unserer Truppe. Ich will sie gar nicht Monster nennen. Mit den höchsten HP und Level. Was nehmen wir denn da? Magic Defense vielleicht? Na, die Magic Defense ist eigentlich schon hoch genug. Mit 56. Die normale Defense ist etwas niedriger. Blut! Um Himmels Willen. Exzellent. Ich hoffe, wir verlieren sie nicht wieder. Ich hoffe, wir dürfen irgendwann mal speichern. Wir können jederzeit speichern. Was rede ich denn da? Wir haben noch das Lacrima dabei, das immer wieder auf 3 erhöht wird, nachdem wir einen Kristall besucht haben. Fällt mir gerade mal so ein. Ganz spontan. Oh je. Jawohl, also so ein Ei auf Level 4 sollte jetzt auch endlich mal was bringen. Wenn wir jetzt noch treffen würden. Yippie. So, ich hole mal unsere Sirene in die Party, weil ich wissen möchte, was sie kann und ich möchte sie vor allen Dingen mal im Kampf erleben. Ist sie nicht schluffig? Ist eine große Frau. Vor großen Frauen habe ich besonderen Respekt, weil die sind halt größer als ich. Ich bin kein sonderlich großer Mensch. Ich bin nur 2 Zentimeter größer als Sui Shumaru. Aber immer noch größer. So, Skills. Siren. Purgatory Flames haben wir ihr beigebracht. Und, jetzt sehe ich. Der andere Feuerzauber, den wir das letzte Mal Thunder Eye beigebracht haben, hatte er von Haus aus, denn sie hat ihn jetzt nicht. Ah, so Autumn Water, genau wie unser Pferdchen. Und Dawn, genau wie unser Pferdchen, aber in etwas besser. Und Angel Verse, a verse that raises surrounding allies' mentality.
was sicherlich Dinge bringt. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, was Mentalität macht. Es hilft bei Fluchtversuchen, das weiß ich. Oh, weniger Chant Time für Zauber, das ist hervorragend. Und Regeneration Auto Heals some of an Ally's HP for some turns in battle. Das ist echt nicht schlecht, das ist ein guter Familiar. Das ist fast schon so wie Pokémon fangen. Jeder zu seinen speziellen Fähigkeiten und spezielle Einsatzgebiete. Und da ist auch schon der Boss. Ein Vampir. Gut, dann nehmen wir uns jetzt den Vampir vor. Puh. Und bin ich froh, dass wir unsere Donnerflöte so oft einsetzen mussten. Da, jetzt endlich haben wir diesen Dungeon richtig gelöst hier. Also, voller Schmackes und so. Es ist wirklich einfach ein Vampir. Vampirlord. Was macht der hier? Wie hängt er mit der Umgebung zusammen? Was ist das nur für eins Leben? Da versiegen wir erstmal seine Fähigkeiten, was hervorragend funktioniert. 10 out of 10 Volt versiegelt again. Ice Needles können das gleiche, aber funktionieren nicht. Ich schätze mal, es funktioniert nicht. Angelverse. Einfach so. Also, er ist eine Kreatur der Dunkelheit, schätze ich. Also wären Lichtangriffe nicht schlecht, die wir nicht besitzen. Tja, in dem Fall einfach mit allem angreifen außer Dunkelheit, was ein bisschen blöd für Reviel ist, sehe ich gerade. Versuchen wir ihn mal zu blenden. Ich liebe es, wenn man das bei Bossen nicht kann. I'm really feeling it. Aber Eye of Toxin trifft doch immer. What? Du hast es so gewollt. Demons! Good. Ja, das wird dich lehren, dich mit uns anzulegen. Wie kannst du es wagen, hier zu stehen? So ganz friedlich. Du Arsch. Der regeneriert sich auch noch. Ah nee, Night Lizard regeneriert sich. Aber der Vampir kann sich trotzdem regenerieren. Das haben wir ja erlebt. Purgatory Flames. Ist nicht so schlecht. Ich versuch's noch einmal mit dem Gift, aber auf Level 2. Ich weiß ja nicht. Nee, vergessen wir's. Hau ich einfach drauf. Heilige Scheiße! Gut. I'm really feeling it. Verbrennen wir den elenden Vampir einfach, was nichts gebracht hat. Ich seh's schon kommen. Ich weiß, was passieren wird. Er wird uns so richtig wrecken. Und dann werde ich verzweifelt einige Wochen brauchen, um mich davon wieder zu erholen. Das Übliche. Oder aber ich überlevel mich komplett und suche mir, ja, lichtgebundene Verbündete. Oder Schattenverbündete, die Lichtangriffe beherrschen, denn man kann denen ja unterschiedliche Magien beibringen. Natürlich! Ach so, das sind Familias. Ah. Und Reveal hat so nichts zu sagen, so endlich mal ein mächtiger Feind, wo es sich lohnt, sich auch anzustrengen, weil er ein Vampir ist, ein selbsternannter Vampirlord. Aber nö. Ist nicht nötig. Moonpuddle Dance. Ich habe das Gefühl, wir machen kaum Schaden. Ist es nur ein Fühl oder ist dem wirklich so? Hallo Skorpion. Dieser Skorpion wird dich richten. Aber richtig richten. Hm,
Naja, war nicht anders zu erwarten. Die magische Verteidigung meines Skorpions ist nicht so gewaltig. Tja. Habe ich schon gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass wir kaum Schaden machen? I was too careless. Du hast keine Ahnung, was das für ein Gegner ist. Natürlich verliert man den ersten Bosskampf. Ja, das war's ansonsten von meiner Seite. Ich bin TramG und ich werde mich jetzt überleveln müssen und mir passende Familie suchen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ich wieder meine Stimme komisch verstelle. Denn das kommt ja augenscheinlich gut an. Zumindest bei mir. Was ihr darüber denkt, das ist mir noch egal. Eigentlich ist es mir nicht egal. Aber ich rede den ganzen Tag irgendwelchen Unsinn und hoffe, dass ich damit so richtig die YouTube-Millionen mache. Ich bin TrueMG und ich war heute hier, um euch zu unterhalten. Bis zum nächsten Mal.